Jetzt haben wir unsere alljährige Halloween-Party hier, Freiheitlichen Jugend Mödling. Das hat sich schon wirklich etabliert in den letzten Jahren und gerade jetzt vor der Gemeinderatswahl. Wir haben ja nur noch 3 Monate bis zum 26. Jänner, knapp 3 Monate. Das ist ein starkes Zeichen, dass heute so viele Jugendliche zu uns gekommen sind und wir damit wirklich einen positiven Schritt in die nächste oder in die folgenden Zeiten gehen und in die nächsten Wahlen natürlich auch positiv hineinstarten können. Und gerade in einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo es nicht ganz so einfach ist, wo die Medien uns mit jeder Sache versuchen runterzuziehen, ist das, denke ich, ein positiver Schritt und ein starkes Zeichen nach draußen. Ja, wir sind heute auf der Halloween-Feier der Freiheitlichen Jugend Mödling und man wirft uns ja immer vor, dass wir altvaterisch und ewig gestrig wären. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind heute über 60 Jugendliche, die mit der Freiheitlichen Jugend gemeinsam die Halloween-Feier heute abhalten. Und das ist ein Come-Together von Jung und Alt und das ist echt eine Gaude und genau das darf auch zwischendurch auch einmal der Fall sein. Auch wenn es sehr, sehr ernste Themen gibt, die zu besprechen sind. Ja, da geht es einerseits um das Thema leistbares Wohnen. Wie werden sich unsere Jungen in Zukunft eine Wohnung leisten können, wenn die Mietpreise immer weiter nach oben schnalzen? Aber auch wenn wir uns jetzt anschauen, die Beschlüsse einer schwarz-roten Mehrheit im Parlament, die den Österreichern und auch den Jungen die Wahlfreiheit nehmen, zum Beispiel wenn es um das Thema des Rauchverbotes geht, wo man auch gerade den Jungen, die sehr, sehr gerne sich in den Shisha-Lokalen aufhalten, das Recht nimmt, dort einen Shisha zu konsumieren. Österreich ist damit das einzige Land in Europa, wenn nicht sogar weltweit, wo das Shisha-Rauchen in Shisha-Lokalen verboten sein soll. Und ich glaube, das ist der falsche Weg, den wir hier gehen. Ich glaube, man soll die Bevölkerung durchaus in Freiheit leben lassen und nicht andauernd von staatlicher Seite hier auch mit Verboten und Geboten in unserer Gesellschaft agieren, sondern man soll die Wirte, die Gastronomen frei arbeiten lassen und auch die Konsumenten in ihrer Entscheidung freilassen. Und dafür stehen wir auch als Freiheitliche Jugend Niederösterreich, dafür kämpfen wir. Ja, heute 31. Oktober, Halloween, ein keltischer Brauch, es wird gefeiert, auch hier und jetzt, in der Brühlerstraße in Mödling, ein Halloween-Festo der Freiheitlichen Jugend Bezirksgruppe Mödling mit einem tollen Obmann David Wariker. Das ist auch der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend hier, der Alexander Müller sitzt. Ja, das ist einfach schön, wenn wir uns treffen, ein bisschen trinken, ein bisschen plaudern. Denn es gibt ja doch viel zu besprechen, wie zum Beispiel das Rauchverbot, was ja morgen kommen wird. Das ist leider beschlossen worden von Schwarz, Rot, Neos und jetzt, denn jetzt gibt es nicht mehr, jetzt ist bereits Geschichte. Wir als Freiheitliche waren die einzige Fraktion, die ganz klar sich gegen dieses generelle Rauchverbot ausgesprochen hat. Warum? Weil wir schlicht und einfach für die Wahlfreiheit stehen, nämlich sowohl für den Wirten, für die Gastronomie, für die Hotellerie, als auch für die Konsumenten. Wahlfreiheit, das schreiben wir sehr hoch und das wurde jetzt zu Grabe getragen, es wurde auch zu Grabe getragen, Millionen an Investitionen. Man hat doch vor einigen Jahren, wie dieses Rauchergesetz 1 geschaffen wurde, österreichweit über 100 Millionen Euro investiert. Das ist jetzt in der Luft aufgelöst, ja, im Anlageverzeichnis der Betriebe, das kann man im Prinzip streichen. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr, wir waren dagegen. Ja, das haben keine schönen Entwicklungen, aber eines kann ich feststellen, heute wird gefeiert und es ist einfach ganz wichtig, dass man die Kameradschaft fördert
in der Gemeinschaft. Und ja, ich freue mich auf diesen heutigen Abend. Der Kameradschaft ist schön und das kann man unterstreichen. Und man schaut, zwei Schulmädchen, die Harley Quinn ist sogar da. Ja, dann haben wir hier entstehende Persönlichkeiten, der Pistolarische. Ich hoffe, wir werden den heutigen Abend überleben. Und unseren FJ-Bezirksobmann, den David Warecker, macht Spaß.